Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und nach der letzten Folge, wo ich hart verkackt habe, habe ich mir überlegt, spielen wir ein anderes Deck. Und zwar eins, was mir der Computer hier wieder vorgeschlagen hat. Der Computer hat es ausgerechnet. Whispers of Death. Ich habe das mal nur so zum Spaß gespielt, weil ich eine Quest hatte für einen sogenannten Hunter. Und ich hatte keine Lust, mir selber einen zu basteln. Hab mir dann schnell diesen hier basteln lassen und dann hatte ich ein bisschen Spaß damit. Den kann man bestimmt auch optimieren. Ihr seht ihn hier jetzt. Ich glaube, den brauche ich nicht bei Hearthpod hochladen, weil den könnt ihr euch einfach selber machen lassen. Das ist der Death irgendwas. Habt ihr ja gesehen, wie er heißt. Ihr könnt ja jetzt zurückspulen. Ich hab's jetzt vergessen. Der heißt irgendwas mit Death. Weil der hat halt diesen Ends of the Corruptor drin. Und der holt halt alle Leute wieder rein. Oder aufs Board, die gestorben sind. Mit Death Rattle. Und das ist gut. Ich weiß, dass dieses Deck nicht optimal ist. Sonst würde es ja wahrscheinlich auch mehr gespielt werden. Aber ich hatte meinen Spaß daran. Deswegen probieren wir mal so ein bisschen rum. So ein bisschen ganz entspannte Hearthstone-Runde hier. Hol dir einen Kakao oder so. Oder einen Keks. Oder beides. Wobei Kekse esse ich lieber dann bei einer Milch. Und so. Das finde ich irgendwie ist mehr so mein Ding. Ich weiß auch nicht. Hier würde ich jetzt fast lieber den Fiery Bat spielen. Weil der den schon contest. Obwohl, nee, der stirbt ja hier direkt. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Der wäre jetzt natürlich direkt bei der Hero Power hier gestorben. Lassen wir den mal drauf. Wir können den ja auch mit dem ein bisschen buffen. Ungern würde ich den spielen, wenn wir nicht noch eine Death Rattle Karte auf die Hand kriegen. Und lass das mal ruhig eine Savannah High Main sein. Ja, die können wir halt erst später spielen, aber dann ist sie schon mal gebufft. Ist doch gut. Oh. Ja, okay. Da hat er jetzt. Ja, viel investieren müssen nicht, aber immerhin hat er quasi das Board clearen müssen. Ich finde das so in Ordnung. Ich spiele mit dem Gedanken. Na komm, wir spielen den aus. Dann haben wir halt einen Fiery Bat, der nicht direkt stirbt gegen die Heldenpower. Ist doch auch in Ordnung. Ich nehme das in Kauf. Und bin jetzt ein bisschen gespannt, was passiert. Und hatet nicht, Leute. Denn auch vorgestellte Decks können manchmal Spaß machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals. Ich glaube, ich habe ja, als diese Funktion kam, dass man die Decks sich vorschlagen lassen hat, habe ich da nicht alle mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das dabei war. Ich glaube aber, Enzoff ist ja erst später dazugekommen. Also kann das ja eigentlich nicht sein, oder? Und wenn wir den jetzt spielen, dann wird der auch gebufft. Ne, das ist ein Battlecry. Entschuldigung. Der hat auch noch ein Leben, das ist ärgerlich. Der ist schon gebufft. Dann lass uns doch mal den hier spielen. Oh, der brennt Bronzebeard. Der brennt Bronzebeard. Dann würde der den natürlich hier mehr Value geben. Aber haben wir denn sonst noch was? Prinzess Huhuran? Oh ja. Prinzess Huhuran ist nämlich auch hier drin. Huhuran. Huhuran. Weiß ich nicht. Bronzebeard oder noch ein Kill Command? Na komm, wir gehen spielen. Papa geht spielen jetzt. Komm, so machen wir das. Das war jetzt nicht sehr mana-effizient, aber pff. Ich mach Board, solange er noch nicht in Range vom Flamestrike ist. Hat er einen Coin? Ich bin so vergesslich, ne? Waren wir Erster? Oh, shit. Okay. Ja, der ist jetzt auch Kapaisa-Geschichte, ne? Wenn wir den jetzt spielen, dann ist das Ding gebufft. Ja, wir haben dann Board. Wir brauchen Board, Leute. Wir machen das so. Wir brauchen dieses Board, von dem alle reden. Dann können wir die nächste Runde spielen. Ist doch in Ordnung. Wenn er jetzt natürlich dann so ein lustiges Schaf draus macht, ist das sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Frost Nova. Oh, der ist ziemlich kontrollig unterwegs. Ist das ein Frost Mage? Freeze Mage? Freeze Mage. Ist das ein Freeze Mage? Frost Freeze? Freeze Frost? I don't know. I don't fucking know. Mann, ey. Können wir gleich die Kombo doch spielen überhaupt mit Prinzess Huhuran? Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Hier die Brand Bronzebeard-Sache.
Dann muss der aber auch am Leben noch sein. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay, easy. Eins davon ist sehr wahrscheinlich. Eins davon ist sehr, sehr wahrscheinlich. Mirror Entity, da könnten wir das hier spielen. Lass uns erstmal gucken. Lass uns erstmal gucken. Vaporize, echt? Okay. Habe ich jetzt extra nicht den hier gespielt, weil ich das so ein bisschen vermutet hatte. Also nicht vermutet, aber wenn dann. Nach dem Wenn-Dann-Prinzip. Ist der hier halt noch am Leben geblieben. Den wird er gleich weghauen, ne? Hello. Hallo. Hello, Wanderer. Ich überlege mal. Ich will jetzt erstmal nicht so overextenden. Ich will jetzt erstmal hier einfach nur sowas spielen. Rein damit. Und gucken, was passiert. Bitte kein Polymorph. Bitte, bitte, bitte bloß kein Polymorph. Mir wäre lieb, wenn du kein Polymorph spielen würdest. Ich hätte auch Unleash spielen können. Und damit hier das Vaporize auslösen können. Jetzt spielen aber Leute so selten Vaporize, oder? Findet ihr nicht auch? Vaporize war eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich jetzt in meinen Augen. Oh, das ist gut. Das ist gut für Unleash. Und diese Kombo können wir dann demnächst machen, wenn wir sie brauchen sollten. Schwingeding. Sowas. Sowas. Karte ziehen. Nur noch Lulu. Machen wir das so. Wir clearen den. Wir haben ja keinen Bock auf den Scheiß. Well played, mein Arsch. Und Face. Weil jetzt kommt natürlich doch der Flamestrike. Ne? Wenn jetzt kein Flamestrike kommt, dann, dann lache ich mich in den Schlaf. Wie viel Leben hat der nochmal? 3. Ungünstig. Ah, da ist er. Können wir trotzdem lachen? Ja, ne? Oh! Hä? Ach, er hat die Coin! Er hat die Coin! Er hat sie. Er hat sie. Und ich war so. Ja, ärgert mich ein bisschen. Was ist denn jetzt alles schon gestorben? Was? Ja, nicht so tolle Sachen. Aber er hat das Ding gespielt. Lass uns mal sowas machen hier. Können wir 2 Karten ziehen? Give your other minions. Das finde ich ganz gut. Das finde ich auch nicht schlecht. Lass uns aber den hier nehmen. Und was nehmen wir noch? Starving Buzzard wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Für demnächst. Für demnächst. Sowas, sowas. Ich meine, wenn er jetzt noch einen Flamestrike hat, dann ist natürlich auch wieder ein Grund zum Weinen. Aber wir haben Enzothloth auf der Hand. Der würde sogar zweimal. Also so viel Platz haben wir nicht. Ich glaube, es sind genug Leute gestorben, dass hier das Ding voll wäre, das Board, ne? Also zumindest eine Savannah High Main. Dann hatten wir Loothorder einmal. Den Toad hatten wir. Den Fiery Bat hatten wir. Es ist, naja. Also im Moment sieht es ja eigentlich gar nicht mal so kacke aus für uns. Gerade wenn. Der geht auf den Brand. Nicht auf den Brand. Das hätte ich aber auf den Brand gespielt. Da ist jetzt das eine mehr Attacke jetzt auch nicht so. 2, 4, 6. 7, 8, 9. Dann fehlen uns quasi. Wir bräuchten dann noch einen Kill Command. Ein Kill Command bräuchte ich jetzt noch. Meinetwegen spiel irgendwas, wo ich meine 2-2er Beasts reinhauen kann. Dann ziehe ich nochmal 2 Karten. Aber irgendwas machen jetzt wäre halt ganz gut, lieber Pavlik. Fände ich schon gar nicht mal so schlecht. Ja, wir könnten noch eine Savannah spielen, die dann. Oh! Okay. Ich glaube, der hatte nicht so Bock. Ich glaube, der hatte einfach nicht so Bock. Komm, nächste Runde. Wir machen noch ein Spielchen. Oh, und wir machen. Oh, das war jetzt gar nicht bewusst, aber wir machen tatsächlich. Wir sind hier tatsächlich am Questen. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Ich habe auch schon überlegt, ob man, wie gesagt, dieses Deck vielleicht einfach so ein bisschen anpassen könnte. Also irgendwie Sachen machen könnte, die halt
das Ding noch ein bisschen aggressiver machen oder noch so ein bisschen effizienter. Weil hier Princess Huhuran, ne? Huhuran. Hat zwar einen geilen Namen, aber so oft ist sie gar nicht so gut. Weiß ich nicht, was man da vielleicht machen könnte. Die sind eigentlich alle gar nicht mal so schlecht, die Karten. Fiery Bat wär hier ganz nice. Wir lassen es aber mal so. Aquarell. Alle Maler, Aquamaler. Spiel gut. Kennt ihr noch diese Werbung? Die da, als die immer gesehen hat, dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst. Wer, bitteschön, wer hat diese Werbung durchgewunken? Wer hat gesagt, okay, ist eine gut gewordene Werbung, die hauen wir bitte so raus. Ich habe ja mal in der Werbeagentur gearbeitet. Ein halbes Jahr lang. Und ich habe ja gesehen, was das wie viele Schritte das sind. Von der Idee und dem Pitch und wer nimmt wer und dann bla und dann wird dann irgendwann so, wird dann ganz viel geredet mit den Leuten und so und wer macht jetzt was und hier, okay, und dann müssen wir das noch machen und das, okay, alles klar. Und dann werden ja so Leute angeheuert, die dann, weiß ich nicht, Sachen machen wie Szenenbild und so, die wirklich, viele Leute machen sich Gedanken über so eine Werbung. und dann macht jemand ein Konzept zu diesem Allemaler-Aquamaler-Ding und da müssen ja auch Leute auch gesagt haben, alles klar, okay, ja, nee, ist gut. Genau so machen wir es. ich hoffe es nicht. Ich persönlich hoffe das nicht. Und jetzt bin ich auch ein bisschen überfordert, indem wir hier vorgehen. Es ist nicht sehr effizient, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem und kriegen hier vielleicht ein bisschen, weiß nicht, Tempo drauf. Ich habe es eben gerade ein bisschen verkackt, während ich erzählt habe. Habe ich nicht gecheckt, dass wirklich tatsächlich nur der Loot Hoarder, oh mein Gott, Death Rattle hatte hier. Sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Sehr ungünstig gelaufen, mega ungünstig gelaufen. Das hätten wir ganz anders lösen müssen, ganz anders. Nun gut, jetzt ist es halt passiert. Jetzt müssen wir uns kümmern. Wir könnten die beiden killen damit. But somehow I don't like. Ah, das ist mir hier zu unsicher. Come on. Wir machen es so. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch irgendwie ein geiles Geheimnis auf die Hand. Cabinet, ja. Jetzt hat er halt eine gewisse Auswahl auf der Hand. Macht erstmal nichts, hat sich nur die Karten angeguckt. Alles klar. Alles klar, Misha finde ich okay. Dann spielen wir noch den Tod dazu. Wir könnten den hier killen, allerdings möchte ich das nicht. Schauen uns an, was passiert. Wenn er da einen Blizzard reinhaut, ist das total in Ordnung für mich. Polymorph. Nice, das ist schon mal ein Polymorph, das nicht auf eine Sylvanas geht. Was nicht auf einen Sylvanas Highmane geht und so. Das ist schon ganz geil. Soweit ist alles in Ordnung. Den finde ich auch nicht schlecht. Allerdings vielleicht sowas hier. Gleich, okay, gleich ist... Das ist stickiger. Das ist stickiger. Sollte man jetzt hier ein Flamestrike spielen, was natürlich unwahrscheinlich ist, kommen da immer noch Sachen raus. Gut, hätte er jetzt wahrscheinlich hier auch nicht gemacht, ne? Ja, sowas habe ich mir gedacht. Mirror Image und cool. Ja, bitte nur keine Arcane Missiles vielleicht. Er haut den Arcane Blast raus, damit ich da nicht durchkomme. Wow. Wow. Ist jetzt der Zeitpunkt für die Unleash-Geschichte gekommen? Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Auch hier wieder gilt,
Flamestrike, okay, macht viel weg, aber immerhin ist dann auch irgendwas auf dem Board. Können wir eventuell mit dem Kill-Command oder so arbeiten. Das ist... Es lief bisher nicht so gut, Leute. Es lief bisher überhaupt nicht gut. Selbst hier der Endsong bringt uns gar nichts. Es lagen noch keine krassen Value-Karten auf dem Board, die Death Rattle haben. Das hier ist auch sauer ungünstig gerade. Oh, holy shit! Really? Okay, wir kriegen das Board geklärt, das war's. Warte mal, jetzt hätte ich vorher vielleicht das hier spielen sollen. Alles klar. Nur Kack. Aber immerhin überlebt das Ding hier einen Flamestrike, falls er einen hat. Ja, wir brauchen jetzt die High-Value-Cards. Wir brauchen eine Sylvanas auf dem Board. Wir brauchen Savannah High Mains auf dem Board. Wir wollen gerne die Prinzess Huron mal benutzen. Das sind die krassen Dinger, die wir jetzt hier sehen wollen. Es passiert einfach nichts. Der Blizzard. Der Taurian Warrior. Auch ungünstig, weil ich jetzt diesen Taunt hier ungern spielen möchte. Kill Command wirklich auf den? Wirklich? Really? Really? Ungerne. Und das war jetzt auch dumm, weil wenn er jetzt den Flamestrike nochmal hat, dann ist Bananensaft. Da ist er. Und wir haben Bananensaft. Kill Command rausgehauen da hinten. Und es ist noch ein C'Thun auf dem Weg, ne? Es ist noch ein C'Thun auf dem Weg, ne? Ich kann jetzt unmöglich den N'Zoth Corruptor spielen. N'Zoth? N'Zoth. Obwohl, ich meine, bevor wir gar nichts machen, wäre vielleicht besser gewesen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auch wenn er nur Kacke dabei rumgekommen wäre. Ich meine, was hätten wir gehabt? Ein Loot Horderer? Ein Huge Toad? Wer ist das schon gewesen? Achso, die beiden Wölfe hier noch. Gar nicht mal so kacke. Gar nicht mal so kacke. Wir hätten es machen sollen. Nefarian, really? Holy guacamole. Okay. Eine Sylvanas würde ich jetzt nehmen. Fiery Pen. Okay, es ist Zeit, Leute. Es ist Zeit. Gab schon bessere Plays von N'Zoth the Corruptor. Na, was hast du vor? Nochmal ein Flamestrike. Lock and Load. Und jetzt Flamestrike. Warte mal, Lock and Load. Each time you cast a random Hunter Card. Das heißt, er kriegt auch wirklich Hunter Cards. Und nicht die Cards aus seiner Klasse, heißt Mage-Klasse, auf die Hand, wenn er jetzt Zauber spielt. Okay, okay. I take it. You give it to me, I take it. I do whatever I want with it. Fireball geht auf. Mein Kollegen da drüben. Alles klar. Noch irgendwas crazy-mäßiges. Aua. Scheiße. Ja, ziehen wir mal eine Karte. Oh, nur Dreck. Nur Dreck. Es ist wirklich unglaublich. Was hat er da für ein Secret? Was ist denn das? Oh. Misdirection oder so ein Scheiß. Wir müssen es testen. Explosive Track. I hate you so much. Alter. Komm, die hauen wir jetzt raus. Also, wenn er jetzt irgendein Spell hat, mit dem er alles wegkriegt, dann ist das so. Wenn wir jetzt drumherum gespielt hätten, hätten wir halt nichts auf dem Board gehabt. Ist das alles so ein bisschen Kacke-Salat gerade. Ball of Spiders hat er auch gekriegt. Really? Really? Wow. Also ich meine, come on. Wenn er jetzt die nicht mehr wegkriegt, die Leute, und wir kriegen noch einen Kill-Command auf die Hand. Sehr kacke, ist auch anders, ne? Oh, shit.
Was hat er da gezogen? Was hat er da gezogen? Oh, come on. Ist es wieder eine Explosive Trap? Wir testen das. Wir testen das. Nein. Wir können jetzt voll aggro gehen, Leute. Oh! Geil! Oh mein Gott! Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Damit, liebe Freunde, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow. Wow. Es ist ein bisschen Freude in der Luft. Ich bin so froh, dass ich eigentlich die Folge jetzt beenden wollte. Aber wir machen noch eine Runde. Wir machen noch eine Runde. Come on, Leute, warum nicht? Wir machen noch eine Runde. Ich bin heiß. Ich bin jetzt heiß. Jetzt will ich's holen. Jetzt will ich auch das Gold holen für die Double Quest. War doch Double, ne? Also dreimal gewinnen mit irgendwas und dreimal gewinnen mit Hunter. I like it. Und diese Warners auf der Hand haben, finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Viele sagen ja, oh, am Anfang Karten auf der Hand haben mit viel Mana finde ich scheiße. Nee, ich finde das ganz gut. Also jetzt, in der Situation, weil wir ja auch noch günstige haben. Kann das sein, dass ich jetzt in allen Matches, die ich in dieser Folge gespielt habe bisher... Ja, hallo. Noch nie den Coin hatte? Immer angefangen habe? Ist das eine Möglichkeit? Backstab. Oh. Whenever this attacks a hero, add a coin to your hand. Na, das freut mich aber sehr jetzt. Sollen wir die lieber wegballern? Weil den hier haut er mit der Waffenkraft weg und dann ist hier Sau-Kack-Salat. Gibt's das? Ja, ne? Ich glaube schon. Okay. Wäre auch ein gutes Ziel gewesen. Ich hatte halt keinen Bock, dass er da seine Coins sammelt, ne? Das wäre ja, es wäre sehr, sehr ungünstig gewesen. Komm du mal raus hier, ein Muckler. Nee, nimm mir noch einen Tomb Spider mit. So eigentlich erstmal ganz in Ordnung. Twilight Geomancer, okay. Schalalala. Und noch ein Backstab. I don't like. Wie der mich hier kontrolliert gerade, ne? Es ist ein bisschen ungünstig. Es ist ein bisschen ungünstig, so könnte man es nennen. Ah ja, sehr gut. Okay, das heißt für mich... Obwohl, ne, das ist ja richtig dumm. Oh Gott, ich bin auch nicht so schlau. Wie heißt das jetzt nochmal? Fan of Knives, ne? Ich meine, wenn das nicht hat... Jackpot City. Da ist es. Oh shit. Okay, wir ziehen zwei Karten. Ist doch super. Da ist die Prinzess Huhurun. Da ist die Prinzessin Huhurun. Aber wir kriegen gerade hart auf die Schnauze. Explosive Trap wäre auch nicht schlecht. So, Death Rattle, Battlecry. Ist der hier irgendwie gut? Nicht so richtig, nicht wahr? Nicht so richtig. Wenn wir den spielen, der überlebt. Also sie. Können wir danach den spielen und das wird richtig krass. Andererseits... Wir müssen jetzt sowas machen. Ich weiß, es ist nicht cool. Ein King Crush. Wollen wir den mitnehmen? Er ist eigentlich kacke. Er ist eigentlich useless. Aber wollen wir ihn mitnehmen? Ja. Oh, ich bin so dumm. Ach komm schon. Der kann doch auch mal lustig sein. Man muss... Die Animation ist es doch schon wert, den zu spielen. Es ist doch so, liebe Freunde. Jetzt mal Butter auf die Fische rauf. Die schmiert. Mann, wie viele Karten immer meine Gegner von mir ziehen. Das macht mich jetzt auch langsam ein bisschen nervös, ne?
Ich glaube, das können wir noch gewinnen. Okay. Jetzt würde ich die Waffe spielen. Und die Waffe spielen und vielleicht unseren Kollegen hier. Explosive Trap wäre immer noch toll. Haben wir nicht. Wir können Sachen aber machen jetzt hier. Okay. Alles ist gut. So, der ist gebufft, die ist gebufft. Es ist eine spannende Angelegenheit. Man muss ja die Sachen benennen, wie sie sind. Oh oh. Ach du Scheiße. Oh nee. Bin ich ja schon tot? Nehmen wir mal an, wir rasieren einen von den beiden. 8, 11, 12, 13. Es ist auf jeden Fall mehr. Okay, das ist schon mal kacke. Das heißt, wir wollen hier gerne vertaunten. Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, die ich jetzt hier gerade nicht sehe? Ich glaube, das hier ist, was wir machen wollen. Das ist natürlich mega kacke. Oh, shit. Ja, das ist ganz okay. Wir sind tot, ne? Wir sind tot. Weil ich muss da jetzt reingehen. Warte mal, dann haben wir hier 8 gefressen. Oh, nee, dann haben wir hier... Ja, doch 8 gefressen quasi. Und ja, ich bin tot. Ach, Scheiße. Ach, kacke Arsch. Ach nee, weißt du was, ich kündige. Wo war der Missplay? Oder wo waren die Missplays? Oh, das war... Oh, Mann. Oh, da hätten wir so schöne Sachen draus machen können. Die Explosive Trap, wenn sie früher gekommen wäre. Was wir da Schönes hätten machen können. Oh Mann! Leichte Verärgerung in der Luft. Bitte seid mir nicht böse, Leute. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir vielleicht schon mal wieder dieses Deck hier spielen. Whispers of the Death. Ich finde es cool. Es macht mir sehr viel Spaß. Also dann. Bis dann. Das war Fischkopf und tschüss.